Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beginnen wir die bereits angekündigte Tutorial-Reihe zu dem Programm KiCad und möchten Anfänger so weit bringen, dass sie danach in der Lage sind, ihre eigenen Platinen mit dem Programm KiCad selbstständig umzusetzen und fertigen zu lassen. Da ich in dem Thema nicht ganz so bewandert bin, habe ich mir dazu heute mal Unterstützung geholt. Dazu ist heute auch der Jürgen hier. Und ich würde sagen, der kann sich jetzt einmal hier ganz kurz vorstellen. Ja, hallo liebe Freunde und ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin also der Jürgen und mache mit dem Daniel hier zusammen jetzt das Tutorial KiCad für blutige Anfänger und die Betonung liegt hier auf blutige Anfänger. Und ich denke mal, dass wir viel Spaß haben werden und am Ende des Tutorials wird er sicherlich in der Lage sein, auch mal eine eigene Platine herzustellen mit dem CAD-Programm KiCad. Schönen Dank! Ja, und damit ihr euch jetzt überhaupt erstmal vorstellen könnt, wo die Reise hingehen soll, was wir uns für diese Tutorial-Reihe vorgenommen haben. Unser Ziel ist es, eine zweilagige Platine herzustellen. Und damit das Ganze am Ende auch einen gewissen Nutzen hat, haben wir uns überlegt, da wir uns hier eh im Arduino-Bereich aufhalten, möchten wir als Endprodukt einen funktionstüchtigen Arduino Uno herstellen. In einer etwas abgespeckten Variante zwar, also wir werden den USB-Anschluss weglassen, aber ansonsten eigentlich einen voll funktionsfähigen Arduino Uno erschaffen in dieser Serie. Wir fangen etwas kleiner an, wir werden als allererstes für den Einstieg erstmal eine kleine Platine erstellen, wo wir einfach nur eine LED mit einem Widerstand darauf zum Leuchten bringen, einfach nur um die ersten Grundfunktionen von KiCad überhaupt erstmal kennenzulernen. Aber als Endprodukt Ziel ist es auf jeden Fall, einen funktionstüchtigen Arduino Uno Klon, nenne ich es einfach mal, herzustellen. Natürlich werden wir in der Serie auch nochmal das Programm KiCad Schritt für Schritt erklären und anfangen werden wir natürlich auch erstmal überhaupt damit, wie ist das Programm zu installieren, was müsst ihr bei der Einrichtung beachten etc. Also eigentlich so den gesamten Umgang mit der Software möchten wir euch in diesem Tutorial auf jeden Fall von A bis Z näher bringen. So, hier seht ihr jetzt erstmal die Platine, also das Endprodukt, wo wir hin möchten in dieser Tutorial-Reihe. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, da für Einsteiger bei dem ganzen SMD-Bauteile erstmal wesentlich mehr Schwierigkeiten mitbringen, das Ganze mit kompletten Through-Hole-Komponenten, also mit Komponenten, die ihre Beinchen auch durch die Platine durchführen, umzusetzen. Auf den Aufbau des Ganzen gehen wir später in der Reihe nochmal ein, nur dass ihr ungefähr schon mal wisst, wo die Reise hingehen soll. So sieht am Ende dann die Platine aus, wo wir hin möchten. Das wäre dann die bestückte Rückseite des Ganzen. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt auch schon zum Part der Installation von KiCad wechseln. So, jetzt hier am PC werden wir zunächst einmal KiCad installieren. Dazu bin ich hier schon mal auf die Webseite von der KiCad Organization gegangen, die da lautet kicad-pcb.org. Wenn ihr diese Seite aufruft, gelangt ihr sofort in diese Webseite und könnt euch hier jetzt für die verschiedenen Betriebssysteme das CAD-Programm KiCad herunterladen. Daniel wird den Link zu dieser Seite sicherlich noch in die Beschreibung packen, sodass man dann dort einfach nur draufklicken muss. Wir gehen also, wie gesagt, hier in die Download-Section hinein und sehen dann schon hier, wie, wo und für was KiCad alles zur Verfügung steht. Ich persönlich nutze eigentlich Linux, aber die Tutorial-Serie werden wir jetzt hier bei Daniel unter Windows vornehmen. Dazu klicken wir einmal auf diese schöne Windows-Fahne und suchen für unser Betriebssystem das Richtige nun heraus. So, KiCad, wie man sehen kann, ist jetzt hier unten links in der Ecke downgeloadet und ich gehe jetzt hier hin und öffne einfach die Exekutive und die müsste eigentlich jetzt starten. So, ja, ich muss explizit hier nochmal sagen, dass ich die Installation erlaube.
Oh, jetzt sehe ich hier gerade, Qikit ist bereits installiert, eine erneute Installation vorhanden, Dateien überschreiben, möchten Sie fortfahren? Jo, was jetzt hier gerade passiert ist, ist wohl, dass der Daniel vorher schon eine Version installiert hat, was ich natürlich nicht wusste. Entschuldigung. Macht nichts, wir starten die Installation einfach mal neu, klicken auf OK, klicken dann einmal auf Weiter. Und hier muss man ein wenig gucken und ein wenig aufpassen. Hier wird einfach gesagt, was soll alles mit installiert werden. Ja, also das Hauptprogramm Qikit ist natürlich klar. Die Bauteilbibliotheken und Footprints, das ist auch klar. Die Footprints Wizard, Demo-Projekte rate ich jedem, die mit zu installieren. Bleibt natürlich jedem selber überlassen. Da sind einige fertige Qikit-Projekte mit drin, die man sich durchaus mal ansehen kann und damit man mal sieht, was mit Qikit alles möglich ist. Bei den Hilfedateien rate ich dazu, mal auf das Pluszeichen zu klicken und für Leute, die kein Spanisch sprechen, Französisch oder gar Chinesisch, so würde ich diese Sprachen hier abwählen, weil diese Sprachen benutzen natürlich Speicherplatz auf euren Platten und wenn es nicht nötig ist, kann man sie ja auch einfach durchaus abklicken. Wozu ich aber rate, ist Englisch, weil die deutschen Hilfedateien oder die deutschen Texte in Qikit noch nicht vollständig übersetzt wurden, rate ich dazu, zusätzlich zu der deutschen Sprache noch die englische Sprache mit zu installieren. Des Weiteren ist es ganz wichtig, hier unten, was standardmäßig nicht angeklickt ist, mit anzuklicken. Das sind die sogenannten Umgebungsvariablen. Dort wird Windows einfach mitgeteilt, wo er was zu finden hat. Das sollte man mit anklicken und mit installieren. Danach einfach auf Weiter klicken und den Standardpfad C-Programm-Files Qikit einfach akzeptieren. Wer möchte, kann natürlich durchaus hier seinen eigenen Pfad mit angeben. Ich persönlich lasse immer diesen Standardpfad Programm-Files Qikit und so wollen wir es auch jetzt hier in unserem Tutorial halten. Ich klicke einfach auf Installieren und er beginnt auch schon mit der Installation. So, jetzt sind wir mit der Installation zu Ende und bekommen dann hier den letzten Screen angezeigt. Hier wird nochmal mitgeteilt, dass Qikit installiert wurde. Und man bekommt jetzt hier noch eine Zusatzoption, um den 3D-Objekte zu erstellen, schlägt Qikit hier vor, das sogenannte Programm FreeCAD zu installieren. Dieses FreeCAD wird dazu benutzt, eventuell später mal 3D-Bauteile zu konstruieren. Ja, kennen viele vielleicht, wenn sie einen 3D-Drucker haben. Da gibt es diverse Programme, wo man 3D-Modelle mit erstellen kann. 3D-Modelle in Qikit zu erstellen ist nicht ganz einfach, werden wir auch später noch sehen und warum das Rad zweimal erfinden. Man bekommt fast zu jedem Bauteil ein 3D-Objekt im Internet. Man muss halt ein bisschen suchen. Wir werden auch hier und da mal eine Seite oder zwei Seiten nennen, wo man solche 3D-Modelle sich downloaden kann. Deswegen sage ich jetzt hier nicht installieren, dieses sogenannte FreeCAD-Programm und klicke einfach mal auf Fertigstellen. Qikit hat hier auf dem Desktop schon einen Ordner angelegt. Das sieht man hier links, das nennt sich Qikit. Wir klicken darauf doppelt und sehen nun auf unserem Bildschirm das gestartete Qikit-Programm. Ich mache mal ein Vollbild, damit man es besser sieht. Und wir sehen hier einige Icons. Hier oben die altbekannten Windows-Menüs wie Neu, Projekt öffnen und so weiter. Ich könnte jetzt auf jeden einzelnen Menüpunkt hier eingehen, macht aber keinen Sinn. Meine Erfahrung sagt mir, das habt ihr alle in 5 Minuten wieder vergessen. Deswegen Learning by Doing. Ich werde hier jetzt in dem Startbildschirm einfach nur einmal die wichtigsten Optionen, die man hier einstellen sollte, erklären. Und zwar ist es so, dass man beim Arbeiten mit Qikit zwei Dinge öfters mal braucht. Das ist zum einen mal einen Texteditor und zum anderen einen PDF-Betrachter.
Wie ein alter Unix-Kollege zu mir mal gesagt hat, everything is a file. So ist es auch in KiCad. Alles, was man hier erstellt, ob Bauteilbibliotheken oder Footprint-Bibliotheken, ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Textfile. Und für den Menschen auch gut lesbar. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen Texteditor zur Verfügung haben. Viele haben den schon unter Windows installiert, sei es Notepad. Obwohl ich von Notepad eigentlich abrate, weil er des Öfteren Steuerzeichen hinterlässt. Und das wäre dann tödlich für irgendeine Footprint-Bibliothek oder Bauteilbibliothek. Deswegen rate ich euch, und das ist meine persönliche Empfehlung an euch, den Texteditor Notepad++, also Notepad++ zu installieren. Der ist kostenlos, ist Open Source, kann eine Menge und ist sehr umfangreich und reicht für unsere Zwecke beim besten Willen sehr, sehr gut aus. Um Notepad++ zu installieren, schließe ich mal eben hier unser KiCad, öffne meinen Browser und gehe dann hier zur folgenden Seite. Daniel wird den Link unten in die Beschreibung setzen. Wir klicken und wir gelangen hier auf die Download-Seite von Notepad++ und sehen hier die verschiedenen Versionen. Wie es so im Leben ist, man sollte sich immer die neueste Version raussuchen, als wäre jetzt hier in unserem Fall die 7.8.4. Ich klicke dort drauf. Kriege wieder hier die Option 64-Bit. Ich kann es einmal als Installer downloaden oder als ZIP-Datei, aber ich denke mal, da werdet ihr euch schon zurechtfinden. Ich tue also diesen Notepad++ downloaden und auch über die Setup-Exe installieren. Und wenn er dann installiert ist, gehe ich wieder zurück zu meinem KiCad, gehe auf die Einstellungen und habe jetzt hier die Möglichkeit, allgemeine Einstellungen einzurichten. Klicke hier unter Texteditor und navigiere dann im Explorer den Installationspfad, der sich bekanntlicherweise unter C, Programme x86 und dann Notepad++ und dort dann die Exe und sage Öffnen. Der Pfad wird jetzt hier unter Texteditor eingetragen und ist somit KiCad dann auch bekannt. Das gleiche müssen wir jetzt machen für unseren PDF-Betrachter. Jetzt werden sich einige fragen, für was brauche ich bei einem CAD-Programm einen PDF-Betrachter? Dazu kann ich nur sagen, jedes Bauteil, was man so kaufen kann, ob Kondensatoren oder irgendwelche MOSFETs oder sonst was, besitzen ein sogenanntes Datenblatt. Und dort findet man dann in diesem Datenblatt, das meistens ein PDF ist, weitere Informationen zu dem Bauteil, wie zum Beispiel Eigenschaften oder spezielle Maßeinheiten, wie groß das Bauteil ist und so weiter und so fort. Und für uns ist in dem Datasheet eigentlich am interessantesten immer die Sache, wo es darum geht, dass die genaue Form bekannt wird. Also das heißt, die Pin-Abstände, die Größe des Bauteils und so weiter. Dies ist wichtig, wenn wir für einen Bauteil in KiCad dann unseren eigenen Footprint erstellen wollen, damit wir den dann in unserem Projekt nutzen können. Was ist ein Footprint? Ein Footprint ist nichts anderes, wenn man es wörtlich übersetzt, ein Fußabdruck, also zum Beispiel der genaue Lochabstand und so weiter und so fort, damit man das Bauteil dann auf der Platine auflöten kann. Das nennt man in KiCad und auch in anderen CAD-Programmen Footprint. Das Bauteilsymbol kann man auch erstellen. Dazu brauche ich natürlich nicht die Maße, da kann ich so ungefähr gehen. Hauptsache die Pins sind alle vorhanden und die Pin-Bezeichnung und so weiter. Aber beim Footprint, also beim Stellplatz auf der Platine, muss ich sehr genau sein, damit das Bauteil dann auch hinterher exakt in die Löcher passt beziehungsweise auf der Platine platziert werden kann. So, jetzt habe ich mal erklärt, für was wir eigentlich einen PDF-Betrachter brauchen. Jetzt sagen viele, ich habe ja schon hier den Adobe Reader und der ist ja schon installiert. Den könnt ihr durchaus nutzen, den könnt ihr genauso hier in KiCad einbinden wie jeden anderen auch. Ich persönlich sage mir immer, ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Der Adobe Reader ist so mächtig und so groß und bringt so viel mit. Ja,
braucht man das. Deswegen sage ich hier, dass wir uns einen schmalen Leichtgewicht downloaden sollten. Und den finden wir in einem Programm, das sich Enyens nennt. Ich kann mal kurz die Download-Seite anzeigen. Daniel tut den Link wieder in die Beschreibung und komme dann hier zu Enyens. Das ist ein PDF-Betrachter, der sehr schlank ist. Den kann man sich hier herunterladen und dann dort auch installieren als Alternative zum mächtigen Adobe. Den Enyens PDF-Betrachter haben wir jetzt heruntergeladen und jetzt werden wir ihn hier KiCad bekannt machen, also in KiCad installieren. Dazu standardmäßig ist Standard PDF-Betrachter angeklickt. Wir klicken auf Andere, klicken hier rechts auf das Ordnersymbol. Ihr müsst natürlich Enyens vorher installiert haben und geht dann hier in euren Desktop und sucht nach dem Icon Enyens. Das finden wir jetzt hier. Dort ist der PDF-Betrachter installiert und eingebunden worden. Wir klicken einmal auf diesen, markieren ihn uns und sagen Öffnen. Dann trägt Windows den kompletten Pfad zu der Exe-Datei hier ein und wir klicken einmal auf OK. Und somit haben wir KiCad schon fast eingerichtet. Wenn man mit KiCad arbeitet, legt man ja nicht nur ein Projekt an, sondern mehrere. Man legt mehrere Schaltpläne an, man macht verschiedene Dinge. Und ich hasse nichts mehr als Unordnung und Chaos. Deswegen öffnen wir unseren Explorer, gehen in das Verzeichnis Dokumente und legen uns innerhalb von Dokumente einen neuen Ordner an. Diesen Ordner nennen wir KiCad. Man kann ihn natürlich benennen, wie man will. Ich rate dazu, KiCad sagt jedem sofort, was da drin ist und für was dieser Ordner ist. Innerhalb des Ordners legen wir uns einen weiteren Ordner an, den wir dort nennen Lib. Wozu ist dieser Ordner? Der Lib-Ordner soll später einmal unsere selbst erstellten Bauteile, Footprints und so weiter enthalten. Deswegen nennen wir ihn Lib für Library. Dann legen wir uns noch einen Ordner an, den wir Projekte nennen. In diesem Ordner legen wir uns unsere einzelnen Projekte hinein. Wenn wir eine neue Platine, einen Schaltplan oder auch was auch immer erstellen, wissen wir, dass diese Dinge in den Ordner Projekte kommen. Dann legen wir uns einen dritten Ordner an, den wir ganz einfach Data Sheet nennen. In dem Ordner Data Sheet kopieren wir uns all unsere Datenblätter der einzelnen Bauteile hinein und haben sie dann lokal auf unsere Festplatte. KiCad bietet natürlich auch an, dass man anstelle vom Speichern auf der Festplatte einen Link angibt. Dann klickt man innerhalb KiCad auf diesen Link und es wird dann auch dieses Datasheet geöffnet. Nach Murphys Gesetz, wie es so oft im Leben ist, wenn man das Datasheet braucht, hat man gerade kein Internet oder man hat nicht die Möglichkeit, den korrekten Link dort zu finden, weil eben die Webseite sich geändert hat und ein Klick auf einen Hyperlink dann ins Leere führt. Deswegen rate ich dazu, Datenblätter, die man so während der Benutzung von KiCad benutzt, in diesen Ordner zu speichern. Dann hat man sie immer zur Verfügung, auch wenn man gerade kein Internetzugang hat. Diese drei Ordner sollte man sich unbedingt anlegen, um ein ordentliches Arbeiten zu gewährleisten. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man dann von seinem Kollegen gefragt wird, ja, zeig mir mal dein Projekt, und man klickt dann auf seine 10 Terabyte Platte durch hunderte von Ordner und sucht dann irgendein Projekt. Man weiß automatisch im Verzeichnis Dokumente, Verzeichnis KiCad, dort habe ich meine Projekte, dort habe ich meine Libraries, dort habe ich meine Datasheets. Wenn wir das alles getan haben, können wir den Explorer wieder schließen. Wir öffnen wieder unser KiCad und gehen jetzt hin und sagen, neues Projekt. Wir werden gefragt,
wo wir das abspeichern wollen. Wir gehen hierzu natürlich in unser soeben erstelltes Kicket-Verzeichnis, in das Verzeichnis Projekte und geben dem Projekt einen Namen. Und dieser Name sollte nach Möglichkeit projektbezogen sein. Das heißt, wenn ich eine LED-Platine herstelle und nenne sie dann Oma 123, ist das eigentlich nichts aussagen. Deswegen sollte der Projektname eigentlich immer mit dem eigentlichen Projekt etwas zu tun haben. Deswegen nenne ich jetzt mein erstes Projekt LED-PCB für LED Printed Circuit Board. Dann sage ich Speichern. Und wie ihr jetzt seht, auf der linken Seite legt Kicket jetzt zwei Dateien an. Einmal mit der Endung SCH für Schaltplan und einmal PCB für Printed Circuit Board. Beide Dateien sind natürlich noch leer, aber die werden jetzt erstmal angelegt. Des Weiteren werden diese Icons jetzt nicht mehr in Geisterschrift gezeigt, also in Geister, dass man sie nicht anklicken kann, sondern sie sind jetzt anklickbar und ich kann sie ausführen. Wir fangen von links nach rechts an. Dieses Icon öffnet den Schaltplaneditor. Dieser Schaltplaneditor nennt sich in Kicket II Schema. Des Weiteren haben wir das Icon daneben, Bauteileditor. Dort kann ich dann einzelne Bauteile kreieren. Des Weiteren haben wir PCB Layout Editor. Da wird dann die eigentliche Platine layoutet, das heißt hergestellt, gezeichnet, geroutet und so weiter. Und das nächste Icon ist der sogenannte Footprint Editor. Dort kann ich meine Footprints selbst zeichnen oder ändern, erstellen oder was auch immer. Das nächste Icon ist der sogenannte Gerber Viewer. Ein Gerber Viewer ist ein Programm, das, wenn mein Projekt fertig ist, dass ich die Platine und die einzelnen Layouts dann nochmal betrachten kann und nochmal durchchecken kann, bevor ich sie dann zum Platinenhersteller nach China schicke. Denn nichts ist schlimmer, als dass man eine Platine dann zum Fertigungsprozess schickt und man sie dann zurückbekommt und dann feststellt, dass man ein Bauteil vergessen hat, dass man etwas falsch gemacht hat, falsch geroutet hat. Deshalb gibt es in Kicket den sogenannten Gerber-Betrachter. Dort kann ich dann nochmal meine Platine betrachten und jedes Layout dort nochmal checken. Danach kriege ich einen sogenannten Bitmap zu Bauteil-Konverter. Also ich würde aus einem Bitmap niemals ein Bauteil oder ein Footprint herstellen. Das geht meistens in die Hose. Da gibt es andere Möglichkeiten. Wir kommen noch später darauf, wie man das besser macht und wie man das einfacher macht. Dieses Programm halte ich persönlich für fragwürdig, sage ich jetzt mal. Das nächste Icon ist für uns eigentlich schon ein wenig interessanter, da ist kein Taschenrechner hinter verborgen. Deswegen ist es auch jetzt nötig, mal dieses Icon zu öffnen und man erhält dann ein Fenster, wo ich dann einige Dinge berechnen kann. So, nachdem wir auf diesen Taschenrechner geklickt haben, haben wir jetzt hier so ein kleines Schaltbild, das uns einfach nichts anderes anzeigt wie einen Spannungsteiler, der aus zwei Widerständen generiert wird. Also ich berechne die Spannung, die hier zwischen den beiden Widerständen abfällt und kann das tun, indem ich sage, ich habe R1 ist mir bekannt, ich nehme jetzt hier mal 5 Kiloohm an und mein Vout wäre 12 Volt. Meine Referenzspannung ist 5 Volt und ich möchte jetzt R2 hier berechnet haben, also hier diesen zweiten Widerstand. Dann klicke ich einmal hier auf Berechnen und er zeigt mir hier oben an, wie groß mein R2 sein muss, damit ich dann eine Referenzspannung von 5 Volt an beiden Widerständen erhalte. Dahinter steckt natürlich eine Formel, die man hier unten sieht. Vout ist gleich Vref mal Klammer auf R1 plus R2 Klammer zu geteilt durch R2. Das heißt,
Eigentlich braucht man das Tool nicht, wenn man sich diese Formel hier merkt. Kommen wir zum nächsten wichtigen Reiter. Das ist die Leiterbahnbreite. Und ich kann hier die Leiterbahnbreite berechnen. Warum macht man das? Ganz einfach. Ich habe eine Platine und möchte jetzt auf dieser Platine meine Leiterbahnrouten ziehen, machen, tun. Und ich weiß von vornherein, über diese Leiterbahn gehen im Maximalfall 5 Ampere oder 3 Ampere. Dann darf ich natürlich keine Leiterbahnbreite benutzen, die da 0,012 beträgt. Ja? Die Platine wird nicht sehr lange laufen, weil der Strom wird die Leiterbahn zum Glühen bringen und sie dann abrauchen lassen. Deswegen hat man hier so ein kleines Tool, das durchaus nützlich ist. Ich gebe hier oben an den Maximalstrom, ich sag mal 3 Ampere. Und mein Temperaturanstieg soll nicht größer sein wie 25 Grad. Die Leiterbahnlänge gebe ich mal an mit 50 mm. Natürlich spielt die Leiterbahndicke dabei auch eine große Rolle, also die Kupferdicke der Leiterbahn. Und auf den Standardplatinen ist die Dicke der Leiterbahn, also die Dicke der Kupferschicht, meistens 0,035 mm. Das ist so ein Quasi-Standard. Es gibt natürlich auch Platinen, die eine dickere Kupferschicht haben oder auch eine dünnere. Aber in der Regel, wenn man so eine Platine beim Chinesen um die Ecke herstellen lässt, ist die Kupferstärke auf den Platinen in der Regel 0,035 mm dick. Das spielt bei dieser ganzen Berechnung natürlich auch eine Rolle. Deswegen geht man hier von 0,035 mm aus. Und ihr seht hier oben bei meinen eingegebenen Daten, wie breit meine Leiterbahn sein muss bei diesen Parametern, also 3 Ampere, nicht wärmer als 25 Grad Temperaturanstieg bei einer Leitungslänge von 50 mm, dann muss die Leiterbahn mindestens 0,783917 sein. Das verbirgt sich hier unter diesem Reiter. Und der ist durchaus nützlich, den sollte man sich doch, bevor man dann Platinen herstellt, mal zugute führen, um da einfach auch auf die sichere Seite zu kommen. Genauso wichtig sind elektrische Abstände von Leiterbahnen. Ja, wenn ich zwei Leiterbahnen habe oder eine Leiterbahn habe, die 230 Volt führt, dann sollte sie nach Möglichkeit einen gewissen Abstand zu allen anderen Leiterbahnen haben, weil sonst der berühmte Funkenschlag uns da ja einen Strich durch die Rechnung macht. Deswegen kann man hier einstellen, erstmal die Maßeinheit, Millimeter. Und ich gebe jetzt hier mal eine Spannung an von 230 Volt. So, und dann kann ich hier schon sehen, das sind die Leiterbahnklassen hier. Das sieht man hier, B1 ist Innenleiter, B2 Außenleiter, unisoliert bis 3500 Meter Meereshöhe und so weiter. Also hier sind die Spalten nochmal erklärt und ich kann dann ablesen, was ich dort eigentlich für Werte dann haben muss. Also Abstände haben muss, damit das auch elektrisch einwandfrei ist. Die anderen Tools, die man hier so hat, damit hat der normale Hobbybastler eigentlich wenig zu tun, es sei denn, er arbeitet mit Hochfrequenz, da wird dann nochmal erklärt, wie die Leiterbahnen beschaffen sein müssen, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Hier können wir noch Dämpfungsglieder berechnen. Also für den Hobbybastler im Bereich Arduino oder mal eine Platine für irgendwas herzustellen, braucht man diese beiden Reiter nicht. Deswegen lasse ich das weg. Das nächste, was aber vielleicht nützlich ist, ist dieser Reiter Farbcode. Sollte man sich mal ansehen, das ist nichts anderes wie der Farbcode auf unseren Widerständen, wie man anhand des Farbcodes, der ja auf den Widerständen aufgedruckt ist, die Ohmzahl auszurechnen. Nächste Reiter sind die sogenannten Bordklassen. Platinen werden in Bordklassen deklariert und die kann man hier ersehen, kann man sich mal angucken. Ja, aber ich wollte das euch nicht verheimlichen, was sich jetzt hier hinter diesem Taschenrechner verbirgt. Man kann es sich ja mal ansehen, wenn man es braucht, wenn nicht, lässt man es halt. Dieses letzte Icon ist der sogenannte Seitenlayout-Editor.
Dahinter verbirgt sich nichts anderes wie dieses, was ich jetzt hier aufgerufen habe. Ich mache es mal ein wenig größer. Unser Schaltplan wird auf ein Blatt gezeichnet. Unsere Platine an sich wird auch auf einem Blatt gezeichnet. Und dieses Blatt seht ihr hier. Das ist ein Standardblatt, das KiCad so anbietet. Hier seht ihr die ganzen Dinge, wenn ich sie anklicke, werden sie gehighlightet. Es gibt Leute, die wollen hier ein Icon drauf haben, die wollen hier das Textfeld auf der linken oder auf der oberen linken Ecke haben und so weiter. Wer sich da austoben möchte, kann das gerne hier tun. Es gibt auch hier, wie überall in KiCad, ein eigenes Handbuch für diesen Editor. Man klickt einfach hier oben auf Hilfe und startet oder öffnet dann hier den Seiten-Layout-Editor-Handbuch. Das startet dann in ein Browserfenster und man kann sich das hier auch mal durchlesen, wie man diesen Editor hier bedient und seinen Sheets seine eigene Note geben kann. Mehr möchte ich auch hier nicht sagen für einen Einführungskurs. Wer Interesse hat, können wir gerne noch mal tiefer eingehen, aber das bitte dann auch unten in die Kommentare mitteilen. Ich schließe das jetzt hier. Und ja, bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und ich beende dann jetzt hier mal das erste Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, das war's mit dem ersten Video der Tutorial-Reihe zu dem Programm KiCad. Ich hoffe, ihr konntet schon mal ein bisschen was dazulernen und ein bisschen was für euch mitnehmen und seid gespannt auf die weiteren Folgen. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Jürgen, dass er mit seinem Wissen diesen Kanal hier so bereichert. Also ich finde das super, dass er sich hier angeboten hat, mit uns diese Tutorial-Reihe durchzuziehen. Also wir haben jetzt schon die ersten Folgen abgedreht hier und ich muss sagen, ich fand das persönlich sehr spannend, das alles mal so zu sehen und zu hören, weil ich selber kannte KiCad auch nicht so wirklich. Und mein Bereich ist halt auch eher die Software und nicht die Technik, von daher war das schon echt interessant. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst doch gerne mal euer Feedback in den Kommentaren. Sind vielleicht auch noch irgendwelche Fragen offen bei euch? Sind irgendwelche Begriffe noch unklar geblieben? Fragt gerne in den Kommentaren nach. Wir beantworten alle Fragen so gut wir können. Ansonsten würde ich mich jetzt wieder ans Videoschneiden geben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne meinen Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, wenn wir dann mit KiCad anfangen, die erste Platine herzustellen. Ich verabschiede mich bis dahin und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!